Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Ich habe heute ein kleines Video für euch zu dieser Tastatur, die Razer Sinosa Chroma, die ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen habe von Razer Deutschland. Vielen Dank. Ich möchte euch heute kurz sagen, was ich davon halte. Und ja, schauen wir uns das Teil mal genau an. Ich packe das jetzt mal aus. Ja, und so sieht das Keyboard also aus. Razer Sinosa Chroma gibt es in zwei Versionen, in einer Pro-Variante und in dieser Standardversion. Der einzige Unterschied, die Pro-Variante, die hat einen sogenannten Underglow. Also die leuchtet hier unten rum noch. Das werden wir dann später noch im Video sehen. Ja, und ich stecke das jetzt mal ein, weil ihr wollt ja sicher alle wissen, wie die leuchtet und wie das aussieht. Machen wir jetzt gleich. Razer hat mittlerweile einen großen Einfluss auf die PC-Gaming-Welt und ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, wie so ein Gaming-Keyboard heute auszusehen hat. Viele Hersteller von High-End-Boards konzentrieren sich heute auf Extra-Features wie programmierbare Tasten oder mechanische Schalter. Diese Dinge sucht man bei der Sinosa Chroma vergebens. Es soll ein kostengünstiges Einsteiger-Keyboard sein und trotzdem einen gewissen Wow-Effekt bieten. Und das tut es auch. Die Sinosa Chroma gehört gegenwärtig zu den günstigsten Gaming-Keyboards auf dem Markt und sieht sich als Konkurrenz zur Einsteigerversion G410 von Logitech. Diese ist zwar rund 20 Franken teurer, bietet dafür aber mechanische Roma-G-Schalter. Bei der Sinosa kommen nur herkömmliche Rubber-Dome-Tasten zum Einsatz. Dafür ist wiederum ein Zahlenblock mit dabei, welcher bei der G410 fehlt. Im Gegensatz zur hauseigenen und preislich vergleichbaren Razer Ornata gibt es keine Tastenmembranen, die für ein gewisses taktiles Feedback sorgen. Der Druckpunkt der weich gefederten Keys der Sinosa Chroma lässt sich etwa mit herkömmlichen Büro-Keyboards vergleichen, welche über hohe Tasten verfügen. Auf der Habenseite stehen 10 Tasten Rollover und natürlich auch gängige Anti-Ghosting-Technik. Wie der Namenszusatz Chroma bereits verrät, kann die Sinosa 16,8 Millionen Farben darstellen. Dabei lässt sich die Farbeinstellung pro Taste vornehmen. Im Zusammenspiel mit der fantastischen Synapse 3 Software von Razer lassen sich da erstaunliche LED-Effekte erstellen, mit denen man seine Kumpels und die Konkurrenz von Logitech ziemlich beeindrucken kann. Das Pro-Modell der Sinosa bietet gar eine Unterbodenbeleuchtung mit 22 anpassbaren Zonen. Diese Pro-Version kostet allerdings rund 20 Franken mehr. Achtet also beim Kauf auf dieses kleine Detail. Die wahnsinnig gute Beleuchtung ist in meinen Augen das stärkste Verkaufsargument der Sinosa und hat mich persönlich richtig in Staunen versetzt. Das Keyboard ist kompakt designt, verfügt über keine zusätzlichen Mediensteuerelemente und nimmt somit weniger Platz auf dem Schreibtisch ein. Das matte Black Finish des Gehäuses sieht sehr edel aus. Makros lassen sich aber keine programmieren. Man kann jedoch jede Taste einzeln mit gewünschten Funktionen neu belegen. Robust ist sie, gut verarbeitet und spritzwassergeschützt. Ein exklusiver Vorteil der Rubberdome-Technologie. Tja, das Fazit: Razer geht mit der Sinosa Chroma den goldenen Mittelweg zwischen Funktionalität, Ausstattung und Preis. Ästhetik und RGB-Beleuchtung machen Spaß. Will man unbedingt was bemängeln, so wäre es die Tatsache, dass es hier nicht für mechanische Tasten gereicht hat, auf die heutzutage viele Spieler so viel Wert legen. Ein Abstrich bei der Performance ist also gegeben. Damit ist klar, dass sich die Sinosa Chroma nicht an den Gaming-Enthusiasten richtet, der ohnehin einen ganzen Schrank voll Peripherie besitzt. Ein Gelegenheitsspieler wird dieser Mangel jedoch kaum stören, denn der Druckpunkt und die Reaktionszeit der Tasten ist immer noch gut genug für kompetitives Gaming. Der Wahnsinn ist die LED-Beleuchtung. Diese liefert im Zusammenspiel mit der fantastischen Synapse 3 Software einfach extrem beeindruckende Lichteffekte, die der Konkurrenz einfach die Show stehlen. Da auch die Verarbeitung und die Haltbarkeit passt, ist die Sinosa Chroma wohl ein ideales Einsteiger-Keyboard zu absolut fairem Preis. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like hier oder ein Abo, da kommt bestimmt noch mehr. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.